Hej, mit navn er Kali. Jeg er Garcia og gammel. Jeg mærker mig selv lykkelig ud. Min øringsfag er rødt og sort. Hallo und herzlich willkommen an Bord der Motorjacht Magic Moments. Wir sind unterwegs in unserem Sommerurlaub 2022 und du hast vielleicht schon drei Teile unseres Urlaubsfilms verpasst. Aktuell sind wir auf dem Weg von Dänemark nach Deutschland und fahren bei nicht so gutem Wetter in die Lübecker Bucht ein. Wir haben heute Morgen in Getzer abgelegt und eiern bei seitlicher Welle und einigen fetten Regenschauern Richtung Heimat. Dorthin, also in die Heimat, wollen wir jetzt recht schnell fahren, weil wir ernste Bedenken haben, dass der Wasserstand des Rheins uns die Einfahrt in unseren Heimathafen bald nicht mehr ermöglichen wird. Aber dort sind wir noch nicht. Erst einmal müssen wir die Ostsee hinter uns lassen. Dann haben wir es geschafft, die Lübecker Bucht durchfahren, die Wellen besiegt und das schlechte Wetter tatsächlich hinter uns gelassen. Die Landmarke von Travemünde, das große Maritimhotel, sehen wir schon seit längerem. Ein sehr guter Orientierungspunkt. Wir halten darauf zu und fahren im betonten Fahrwasser. Einige Segler sind auch unterwegs und einer davon nimmt es entweder mit der Vorfahrt oder mit vernünftigen Abständen auf dem Wasser nicht so genau. Hier an der Mole beginnt die Trave. Weil uns das Wetter jetzt gut gesonnen ist, steuern wir weiter auf unser Tagesziel, Lübeck. Vorbei geht es am Maritimhotel, am Radarturm und an der Lotsenstation. Dann natürlich am Museumsschiff Passat. Diese bekannte Viermaster-Bark liegt hier schon seit vielen Jahren. Im letzten Jahr ist auch ihr Schwesterschiff Peking aus Amerika nach Hamburg gebracht worden. Die beiden gehörten früher einmal zu den schnellsten Segelhandelsschiffen der Welt. Und ganz im Allgemeinen sind es ja immer noch die Viermaster, die bei jedermann für Aufsehen sorgen. Weiter geht es die Trave hinauf in Richtung Travemünde Mitte und den Fährhäfen. Später sind wir auf der Trave Richtung Bad Schwartau. Das Wetter wird immer wärmer und wir freuen uns schon auf unsere Ankunft. Auf einer früheren Fahrt haben wir hier auch etwas mehr gefilmt. Und wenn du dich dafür interessierst, klick einfach auf den Link. Jetzt kommen wir aber durch die Lübecker Häfen Richtung Innenstadt. Und jetzt sehen wir schon die Stadt der Sieben Türme. So wird Lübeck oft genannt.
Es sind zwar erst weniger, die wir sehen, aber die kriegen wir heute noch schon alle zusammen. Wir verlassen jetzt die Trabe und fahren auf den Stadtgraben. Wir haben auch schon ein bestimmtes Ziel. Der Stadtgraben ist unglaublich idyllisch. Man fährt durch eine üppige grüne Gegend und kann kaum glauben, dass gleich dahinter eine große Hansestadt liegt. Warum hier aber heute so wenig Bootsverkehr ist, wissen wir auch nicht. Jetzt kommen wir in Reichweite unseres Ziels. Der Lübecker Motorbootclub an der Trave. Richtig muss es heißen, Kanaltrave. Denn hier sind wir schon im Binnenrevier. Hier im Club gibt es viele Liegeplätze, aber nur wenige Plätze für Gäste. Neben der Marina in der Altstadt ist dieser Hafen aber auch sehr interessant. Die ruhige Lage und das benachbarte Restaurantschiff finden wir sehr attraktiv. Außerdem starten wir morgen von hier gleich Richtung Süden, weiter auf der Kanaltrabe. Wir wissen, dass dieser Liegeplatz für uns reserviert ist. Denn schon heute Morgen haben wir mit dem Hafenmeister Udo, den wir bereits seit 2 Jahren kennen, telefoniert. Udo ist gebürtig aus Essen-Rellinghausen und damit wie wir aus dem Kohlenpott. Das verbindet. Und da kommt Udo auch schon mit seinem Dienstfahrzeug. Wir sind etwas überrascht, dass wir doch recht früh an unserem Ziel angekommen sind. Ein Stadtbesuch könnte uns deshalb heute noch gut gefallen. Beide mal hier auf die GoPro gucken. Hallo! Aber dann haben wir eine Idee. Wir machen eine Stadtrundfahrt auf dem Wasser. Das haben wir in Lübeck noch nie gehabt. Also machen wir unseren Tender Sweet Moments klar und schippern los. Tatsächlich haben wir noch niemals die Kanaltrave um die Altstadt befahren. Jetzt aber. Auch hier noch Relikte aus der Kaiserzeit. Diese Brücke hat schon eine lange Geschichte. Und Gastronomie am Wasser wird immer wieder gerne genommen. Unser kleines Schlauchboot wird elektrisch angetrieben. Mit nur einem ungefähren PS schaffen wir es mit der Batterie ca. 2,5 Stunden bei ca. 6 Stundenkilometern. Jetzt durchfahren wir die Burgtorbrücke und gleich dahinter die Hubbrücke. Die hintere wäre für unsere Magic Moments ohne eine Brückenöffnung nicht passierbar. Mit unserem Tender aber passen wir jetzt hier durch. Edge! Das Hanseschiff Lisa von Lübeck ist ein Nachbau eines alten Krawelschiffs circa aus dem 15. Jahrhundert. Ein Verein kümmert sich um die Instandhaltung und um Fahrten mit dem einstigen Segler. Hier im Hansehafen war früher der Hauptumschlag der Hansestadt Lübeck auf dem Wasser. Das alte Feuerschiff Fehmarnbelt hat auch schon 115 Jahre auf dem Buckel. Direkt gegenüber liegt die Marina. Eigentlich auch ein sehr guter Liegeplatz und außerdem super stadtnah. Aber in diese Richtung geht es von der Marina aus nicht weiter, es sei denn, man fährt Schlauchboot. Was ist denn?
Der Fluss heißt hier Stadttrave. Links die Altstadt mit den historischen Schiffen. Das macht Spaß, hier vorbeizufahren. Wir sind ja wieder in Deutschland jetzt, ne? Kann man das wieder lesen, ne? Das heißt, so, Holstentor, hier rechts. Jetzt sind wir neben dem Holstentor, Lübecks Wahrzeichen. Auch hier sind wir froh, durch die Brücke zu passen. Gleich dahinter die alten Salzspeicher. Toller Blick hier vom Wasser aus. Gegenüber die bekannte Fressmeile in schönem Abjekt. Und wer kein eigenes Schlauchboot im Gepäck hat, kann hier auch ein kleines Charterboot für eine solche Rundfahrt bekommen. Warum hier heute so wenig los ist, wissen wir auch nicht. Das haben wir schon ganz anders gesehen und die Boote auf fast jedem Wassermeter angetroffen. Natürlich kommt man auf dem Wasser nicht bis in das Zentrum der Altstadt vor. Das sollte man dann doch zu Fuß erledigen. Aber heute stand das sowieso nicht auf unserer Liste, also genießen wir die für uns neue Sicht auf die Altstadt vom Wasser aus. Voraus der Lübecker Dom, der mit zwei Kirchtürmen zu den anderen fünf hinzugezählt wird. Tolle Parkplätze direkt vor der Haustür. Ich mach grad übrigens. Passagierschiffe haben für uns heute Vorfahrt. Da sind wir zurück und fahren mit vereinten Kräften wieder an unserem Liegeplatz. Das lange Stück ist das kurze noch. Das ist das kurze. Das hat doch mal richtig Spaß gemacht. Der nächste Tag und ab jetzt zählt die Zeit. Können wir die Tour bis nach Hause in geplanten 6 Tagen zurücklegen? Die heutige Strecke sollte eigentlich kein Problem sein. Die Fahrt geht durch den Elbe-Lübeck-Kanal bis nach Lauenburg an der Elbe. Wir fahren durch 7 Schleusen, was natürlich eine Menge Arbeit macht. Hoffentlich klappt alles hierbei. Everything feels new. And I'm all
Es ist noch so früh am Morgen, dass wir die Nebelschwaden am grünen Kanal sehen können. Wir haben gestern schon bereits bei der Schleuse angerufen und uns für heute Morgen terminlich verabredet. Aber leider klappt nicht alles wie geplant. Wir müssen noch mal festmachen und einige Zeit warten. Jetzt sind wir schon in der Anfahrt auf die zweite Schleuse. Wenn man erst einmal die erste Schleuse auf dem Kanal genommen hat, informiert sich das Personal untereinander. So werden jetzt die Wartezeiten vermieden. Und durch die Kolonnenfahrt mit mehreren Booten klappt das auch wirklich sehr gut. Eigentlich ein idyllischer Kanal. Aber leider dürfen wir hier nur 10 km/h schnell fahren. Die dritte Schleuse bei allerbestem Wetter. Ausfahrt aus der vierten Schleuse. Während der langsamen Fahrt passiert nicht viel Aufregendes an Bord. An der fünften Schleuse treffen wir die heutigen Talfahrer, die ebenfalls in der Kolonne fahren. Nach der Donnerschleuse fahren wir circa 1,5 Stunden ohne Unterbrechung. Zeit für eine Pause des Skippers. Das Ding ist total in Ordnung. Und der Ding ist der nicht schön ist. Die sechste Schleuse. Ein kleiner Segler hat ein Motorproblem und kommt nicht mehr aus der Schleuse. Der Hafenmeister ist schon nervös. Und wir bieten unsere Hilfe an. Wir nehmen den Segler auf die Seite und bringen ihn aus der Schleuse. Leichter gesagt als getan, denn es gibt neben der engen Ausfahrt viele andere Unwägbarkeiten. So, kannst du meinen Hut aufhalten da oben? Für die Show, da kann man ja was einsammeln hier. Ich dachte, ihr werft was runter! Ja, ich komm, ich hab den ganzen Scheiß verbraucht. Was so? Da musst du klatschen! Du musst jetzt klatschen! Ja. Jetzt nicht hin, ja. Der Segler will sich an die Spundwand hinter der Schleuse manövrieren. So richtig abgesprochen mit uns war sein Manöver allerdings nicht. Hinten ist nicht mehr fest, ne? Ja, und gleich ist wieder eine Propeller, du. Schaffst du das jetzt? Und noch einmal abstoßen hier. Na? Er ist da, wo er hin möchte, und wir fahren weiter.
Hinter der siebten Schleuse kommen wir an. Die Marina Lauenburg. Kein so richtiges Highlight, aber an den Stegen liegt man immer gut. Bei dem benachbarten Verein können leider nur Boote bis 10 Meter liegen, also landen wir heute wieder hier. Der Elbrufer. So heißt diese Plastik. Auf dem Weg in die Altstadt kommt jeder hier vorbei. An diesem lauen Sommerabend wirkt die Elbe sehr ruhig und idyllisch. Der Wasserstand allerdings ist auch hier schon kurz vor kritisch. Nach einem guten Essen geht es zum Einkaufen und dann zurück zum Boot. Ablegen am nächsten Morgen bei bestem Wetter. Wir sind ja hier in Lauenburg direkt an der Elbe. Unser Ziel ist heute der Elbe-Seitenkanal, dessen Einfahrt einige Kilometer stromabwärts liegt. Auf der Elbe haben wir jetzt noch einmal die Chance, in Gleitfahrt zu fahren. Das wollen wir natürlich nutzen. Und das ist auch eine hervorragende Gelegenheit, die Sache mit der Gleitfahrt einmal genau zu erklären. Viele von euch mögen denken, dass unser Rasen auf dem Wasser reiner Selbstzweck ist. Natürlich wollen wir uns schnell fortbewegen, sonst hätten wir ein ganz anderes Boot. Aber die Gleitfahrt ist der effizienteste Weg, sich mit unserer Magic Moments fortzubewegen. Das hat was mit der Reisegeschwindigkeit und dem Treibstoffverbrauch zu tun. Boote, die als Verdränger gebaut sind, haben eine sogenannte Rumpfgeschwindigkeit. Das ist ein Wert, den sie in Sachen Höchstgeschwindigkeit kaum überschreiten können. Je länger ein Boot ist, desto höher fällt diese Rumpfgeschwindigkeit aus. Nur durch eine sehr hohe Motorleistung kann ein solches Boot geringfügig schneller bewegt werden. Das ist aber höchst unwirtschaftlich und verbraucht unglaublich viel Treibstoff. Für die meisten Boote und Motoren gilt sogar, dass bereits ab ca. 81% der Rumpfgeschwindigkeit wegen erhöhtem Treibstoffverbrauch die Fahrt weniger wirtschaftlich wird. Für die Magic Moments bedeutet das, Fahrten mit mehr als 11 bis 12 km/h kosten viel Treibstoff. Und das stimmt. Nach einigen Jahren der Beobachtung können wir das wirklich bestätigen. Andere Variante ist die Gleitfahrt. Hierbei wird das Boot so stark beschleunigt, dass sich der Bug weit aus dem Wasser hebt und entsprechend sich die Bugwelle mit der Heckwelle vereinigt. Das passiert genau jetzt. Die Beschränkungen der Verdrängerfahrt sind dann aufgehoben. Der geringe Wasserkontakt des Bootrumpfes ermöglicht hohe Geschwindigkeiten und wenig Reibung im Wasser. Dadurch wird die Fahrt sparsam. Nur die notwendig hohe Drehgeschwindigkeit des Motors verlangt natürlich Futter aus dem Tank. Rechnerisch aber ist die Gleitfahrt sehr effizient, denn bei den erreichten hohen Geschwindigkeiten sinkt natürlich die Reisezeit gegenüber der Verdrängerfahrt. Und gemessen an der Strecke ist die Fahrdauer viel kürzer.
Es gilt also für alle Boote, die konstruktiv als Gleiter gebaut sind, entweder ganz langsam und unterhalb der Rumpfgeschwindigkeit fahren oder die Gleitfahrt nutzen. Und wir fahren gerne in Gleitfahrt, wo wir es denn können. Und wenn es nur 4 Kilometer Strecke sind, so wie hier. Einfahrt in den Elbe-Seitenkanal. Das war's mit der Gleitfahrt bis zum Ende unserer Reise. Schnell kommen wir zu einem der schönen Unterbrechungen auf diesem Reiseabschnitt. Das Schiffshebewerk Lüneburg-Scharnebeck. Vor 2 Jahren waren wir hier zum ersten Mal, deshalb staunen wir nicht mehr ganz so doll. Heute müssen wir etwas länger warten und machen an der leidigen Spundwand direkt hinter einem kleinen Segler fest. Ein dänisches Pärchen aus Kopenhagen ist auf dem Weg quer durch Europa. Wir kommen ins Gespräch und stellen fest, das könnte der Schlag Menschen sein, die für uns den Danish Way of Life markieren. Sie sind nett, sprechen fließend Englisch und scheinen in allen Belangen vorurteilsfrei. Auch der Gebrauch eines Handsprechfunkgerätes ist für sie selbstverständlich und sie sind wirklich überrascht, dass in dem Technologieland Deutschland das Benutzen verboten ist. In der kurzen Wartezeit erfahren wir von den beiden bald mehr über die Dänen, als wir es auf unserer Rundreise geschafft haben. Jetzt haben wir dann doch noch eine kleine Genugtuung erfahren und festgestellt, dass es im Volk der Dänen nette, tolle und liebenswerte Menschen gibt. Und glückliche Menschen. So oft werden in den verhältnismäßig kurzen Trog die Sportboote hinter dem Binnenschiff geparkt. Heute muss das dritte Boot eben dann ins Päckchen gehen. Das sind jetzt die Dänen. Ihr Abenteuer wird sie von hier aus bis zum Rhein gelangen lassen, über die Maas bis nach Frankreich und von dort aus retour zum Rhein, bis sie dann wiederum stromabwärts in den Main gelangen können. Und von dort aus geht es bis ins Schwarze Meer. So ihr Plan. Eine geplante Reisedauer gibt es nicht. Nur bis zum Winter wollen sie in den Alpen sein, damit sie Skifahren können. Der erste Versuch zum Schließen des Tores ist gescheitert. Eindeutig steht das Segelboot noch zu weit nach hinten. Umlegen tut Not. So geht es jetzt. Ihr Motor wird elektrisch angetrieben, so dass diese Einschränkung mit Sicherheit das ein oder andere Mal zur Herausforderung wird. Da sind wir uns sicher. Aber jetzt genießen wir erst einmal die Aufzugfahrt im Schiffshebewerk.
Der Nachbartrog ist auch schon gleich oben. Das musst du dir angucken. Ein Silberner, ja. Soll ich los machen? Ja? Ich habe noch nichts gesagt. Und dann fahren wir durch den Heidesulz. So wird hier der Elbe-Seitenkanal oft genannt. Einzigartig ist auch die Wasserfärbung, die sich hier vom Grundwasser der umgebenden Heidelandschaft ableitet. Auf dieser Strecke dürfen die Sportboote 15 km/h schnell fahren. Obwohl das oberhalb unserer Rumpfgeschwindigkeit liegt und damit nicht sehr wirtschaftlich ist, machen wir das gerne. Wir haben schließlich noch einige Kilometer heute zu fahren und freuen uns auf eine Ankunft so früh wie möglich. Die Binnenschiffe dürfen nur 12 km/h schnell fahren und wegen der nur kleinen Differenz wird aus dem Überholen schnell eine richtige Hängematte. Die Höhenunterschiede auf dem Elbe-Seitenkanal werden durch zwei Korrektive beseitigt. Das Schiffshebewerk und diese gigantische Schleuse in Uelzen. Über 22 Meter beträgt hier der Hub. Für uns ist das die größte Schleuse, die wir befahren haben. Aber bei schönem Wetter und mit der Nutzung von Nischenpollern ist das alles halb so schlimm. Und wenn wir dann erst einmal oben sind, scheint auf uns auch wieder die Sonne. Wind kommt von vorne, ein bisschen nach rechts. Ne? Tagesendpunkt, der Sportboothafen von Wittingen. Es ist angeblich Deutschlands größter, vollständig künstlich angelegter Binnenhafen für Sportboote. Gleich nach dem Festmachen werden wir freundlich von einem weiteren Lieger empfangen. Unser Boot ist ihm nicht unbekannt, er hat YouTube gesehen. Für uns fühlt sich sowas immer noch unglaublich an. Aber wir freuen uns natürlich, wenn unsere Filme auch von anderen gesehen werden und ihnen Freude bereiten. Was denn?
gesagt, du bist doch der, der den ganzen Spiel verbrennt. So. Ja, immer schön mal rumfahren. Ganz viel Butter und... Richard, ich will nicht sagen, dass du weißt, wer wir sind. So legendär eure Tour. Grüße gehen raus an André. Auch heute hat leider die Gastronomie hier im Hafen nicht geöffnet und wir verbringen einen schönen Abend mit Essen an Bord und gemütlichen Gesprächen unter Gleichgesinnten. Das warme Wetter ist wie dafür gemacht. Es ist warm, sehr warm. Man sieht es nicht, aber André, für 10 Uhr morgens schon bald tropisch heiß. Wir verabschieden uns in Wittingen von unserem YouTube-Zuschauer und neuen Bekannten. Den letzten Diesel haben wir in Dänemark gebunkert. Die Tankstelle in Lauenburg gestern haben wir bewusst liegen gelassen, denn gleich hier nebenan gibt es eine gute und preiswerte Möglichkeit, um Diesel aufzunehmen. Gestern Abend haben wir uns schon einmal den Anleger dort angesehen, damit wir heute gleich wissen, wo wir hin müssen. Auch haben wir uns telefonisch erkundigt, dass auch das Tanken für Sportboote hier kein Problem ist. So richtig einschlägig ist diese Tankstelle nämlich nicht. Aber wir können kommen, so die Dame gestern am Telefon. Habt ihr da Zeit für? Ja, schon, aber nicht klar in die Länge vom Schlauch. Das heißt, der liegt jetzt noch 6 bis 7 Stunden hier. Ah, okay. Und wir kommen nicht mit dem Schlauch, mit dem Tankschlauch rüber. Okay. Ja, dann lassen wir den Hafen fahren. Alles klar, danke. Wir können nicht weiterfahren. Ja, ich hab's gehört. Wir können da nicht weiterfahren, wir haben einen Tag verloren. Was sollen wir jetzt machen? Mensch, jetzt haben wir extra angerufen in eurer Verwaltung, ob wir hier tanken können. Haben die gestern gesagt, ja, wir können hier tanken. Jetzt haben wir keinen Sprit. Haben wir nicht mit mir gesprochen? Nee, haben wir nicht. Zentrale. Aber die haben nochmal rückgefragt. Haben wir gesagt, so ein Ärger, jetzt haben wir keinen Sprit mehr. Jetzt auch nicht mehr angekommen. Scheibe holig. Scheibenfleischer. Ey, 6 bis 7 Stunden? Ja. So, jetzt haben wir den Salat. Eine der wichtigsten Lehren, die man als Skipper mitnimmt, es kommt immer anders, als man denkt. Wir wissen, dass im näheren Umkreis keine weiteren Wassertankstellen zu finden sind. Und der Blick auf unsere Tankanzeige verrät, dass wir bei einer Weiterfahrt womöglich hoch pokern. Jetzt die Frage: Einen weiteren Tag hier im Hafen liegen und warten? Oder pokern. Wir pokern. Was ist das denn da? Die nächste Überraschung. Wir können es mit dem Glas schon sehen. Was das ist? Ihr auf dem Film allerdings noch nicht. Ein Schiff inmitten des Kanals hat... Das ist gesperrt. Rechts und links breite Ausleger mit Durchfahrt verboten Schildern. Jetzt platzt uns aber der Kragen. Was ist denn heute los? Ran an den Funk! Die Domfelsen für das Sportboot Magic Moments, bitte kommen. Ja, die Domfelsen, Jürgen, komm mal rein hier. Wir klappen uns mal einen Fachbootausleger rein. Ja, das ist doch mal eine nette Geste. Ich wollte schon fragen, was nutzt. Alles klar, danke. So, alles klar, Jürgen. Das Schiff ist ein Vermessungsboot und nutzt spezielle Sonareinrichtungen. Die klappbaren, breiten Träger dienen zur Aufnahme. Aber Gott sei Dank sind sie klappbar und so können wir einseitig passieren. Das kleine Problem wäre gelöst, das große mit dem Dieselpoker bleibt.
Der Elbe-Seitenkanal nähert sich mittlerweile seinem Anfangspunkt und wir müssen gleich abbiegen. Hier auf der freien Strecke können wir noch einmal überholen. Da ist das Dreieck mit dem Mittellandkanal. Sofort nimmt die Schifffahrt zu. Berufs- sowie Sportschiffe kreuzen unseren Weg. Auch hier gilt eine Maximalgeschwindigkeit von 15 Stundenkilometern. Wir wissen um das Problem unseres Dieselverbrauchs und würden gerne mit geringerer Drehzahl fahren. Aber gleichzeitig haben wir die Aufgabe, bis zu einer festen Uhrzeit an der Tankstelle anzukommen, die wir bereits angerufen haben. Sonst ist dort auch niemand mehr, um uns zu betanken. Eine bescheidene Situation. Der Mittellandkanal ist Deutschlands längste künstliche Wasserstraße. Er führt vom nördlichen Münsterland bis an die Elbe in Leipzig. Wir werden gute 200 Kilometer auf ihn zurücklegen. Da er besonders alt ist, hat er auch immer wieder schmale Passagen, niedrige Brücken und viele gewachsene Häfen entlang der Strecke. Das Kohlekraftwerk Merum gehört sicherlich auch im Jahr 2022 zu den Spots, die wegen des Ukraine-Kriegs eine völlig neue Bedeutung bekommen haben. Über das Für und Wider des Herauffahrens von Kohlekraftwerken kann man stundenlang reden. Bestimmt ist das ein Grund, warum die Binnenschifffahrt seit Beginn der Krise wieder zugenommen hat. Die Kohlelieferung. Diese niedrige Autobahnbrücke gehört der B65 und liegt direkt neben der Schleuse Anderten. Wir haben Glück und brauchen nicht lange zu warten. Aber die Schleuse ist schon mit zwei Binnenschiffen voll, sodass für uns nicht mehr viel Platz bleibt. Wie so oft nimmt sich auch dieser Binnenschiffer viel Zeit, um sich selbst wunderhübsch in Position zu bringen. Da er dabei immer wieder Ruder gibt, halten wir noch großen Abstand. Einige Meter tiefer erkennt man auch die große Länge dieser Schleuse. Es ist Deutschlands älteste Schleuse mit Wassersparbecken. Mittlerweile ist es 6 Uhr. Bis um 7 Uhr abends sollten wir getankt haben. So hat man uns informiert. Jetzt aber flott. In der Schleuse steht viel Schwell. Wir warten mit dem Ablegen, bis wir freie Fahrt haben. Nur Schwell, sondern auch viel Wind erwartet uns hinter dem Unterhaupt. Am Himmel sieht man es. Die Bewölkung bringt uns zu den hohen Temperaturen auch eine schwüle Luft. Heute haben wir wirklich viel geschwitzt. Wir fahren durch Hannover und sind immer wieder erstaunt, dass die Landeshauptstadt entlang des Kanals so grün ist. Bewegt man sich allerdings von hier aus an Land, verschwindet jeder maritime Anflug ganz schnell.
Der Yachthafen Hannover, direkt am Kanal. Die gute Seele hier ist Hafenmeister Lothar und wir kennen ihn schon seit 2 Jahren. Als er ans Telefon ging und wir nach diesem fragten, hat er uns den Tag gerettet. Und er wäre wahrscheinlich sogar länger geblieben, wenn wir nicht pünktlich angekommen wären. So ist Lothar. Auf dem alten Dampfschiff war vormals eine Pizzeria ansässig. Sie war sehr empfehlenswert. Leider ist auch die der Corona-Zeit zum Opfer gefallen. So müssen wir uns heute Abend selbst versorgen. Schade. Nee, du musst den zweiten Poller nehmen, aber ich muss dann ganz hinten schnell die andere Leine festmachen. Wir haben etwas Wind und so müssen wir uns beim Anlegen konzentrieren. Der Tank ist leider in diesem Fall auf der falschen Seite, aber es wird schon gehen. So, Fender aufpassen, ne? Richtige Höhe. Hallo! Da kommt auch schon der geschätzte Hafenmeister. Wir tanken 400 Liter in unseren Haupttank. Also waren auch nicht mehr als noch 40 Liter drin. Wir haben hochgepokert, aber tatsächlich alles gewonnen. Lediglich der hier deutlich höhere Preis bleibt als kleines Ärgernis zurück. Dann geht es in die Box und wir freuen uns auf die Abendstunden, die etwas kühlere Luft und Wind mitbringen. Das Essen kommt heute vom Steak Taxi. Das ist der Vorteil dieses Hafens. Direkt in der City mit allen Angeboten, aber trotzdem neben dem Grün. Und dann passiert es doch noch am Abend. Es regnet ordentlich ab. Die Natur freut sich bestimmt. Heute Morgen erleben wir eine Überraschung. Im Laufe der Nacht haben sich das Wetter und der Wetterbericht geändert. Hier im südlichen Bereich Norddeutschlands zieht heute überraschenderweise ein dichtes Wolkenband von West nach Ost. Fast alle anderen Regionen Deutschlands sind wolkenfrei. Nun gut, heute also erstmal Regen. Damit verbunden sind auch angenehmere Temperaturen. Nur die Aussicht wäre bei Sonne natürlich schöner. Auf der Tagesordnung steht eine Fahrt, die uns bis nach Bad Essen bringt. Wir werden den ganzen Tag stumpf diesem Kanal folgen, dabei aber keinerlei Schleuse haben. Aber umso mehr Schiffsverkehr dürfen wir erleben. Dieser Teil der Strecke ist wirklich frequentiert. Bald kommen wir an ein bekanntes Mittelgebirge und sehen die Silhouette eines Bauwerks. Kleines Quiz. Wer weiß, was das ist? Endlich lässt der Regen nach und wir haben nur noch Wolken und Wind. Gleich kommen wir an einen der bedeutsamsten Knotenpunkte der deutschen Wasserwege. Es kreuzen sich die Weser und der Mittellandkanal. Aber natürlich nicht mit Wasser aus 4 Richtungen, nein, nein. Der Kanal wird als Brücke über die Weser geführt. Jetzt sind wir gerade mitten auf dieser Brücke. Unter uns fließt die Weser im Tal. Jetzt noch einmal unsere Quizfrage, vermutlich diesmal etwas leichter zu lösen. Welches Bauwerk ist hier zu sehen? Thank you.
Überführung ist hier zu Ende, aber an Steuerbord finden sich die zwei Schleusen mit dem Abgang zur Weser. Die Weserschleuse rechts und die wesentlich ältere Schachtschleuse, die mit den zwei Türmen. Und noch die Auflösung unseres Quiz. Natürlich haben wir die Porta Westfalica gesehen, also genauer das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in der Stadt. Einige Kilometer weiter haben wir jetzt auch wieder Sonne. Nach einem langen Tag streng Richtung Westen werden wir bald in Bad Essen ankommen. Die Marina in Bad Essen ist super ausgestattet und sehr modern. Aber auch hier wurde in letzter Zeit an der Preisschraube gedreht, natürlich nach oben. Von hier aus haben wir nur einen kurzen Weg zur nächsten Einkaufsmöglichkeit. Klasse! Etwas weiter weg ist das griechische Restaurant, das wir am Abend noch besuchen. Wir gehen zu Fuß, benutzen nicht die Räder. Vielleicht ist das gut so. Waren wohl zwei Uso zu viel. Wir kommen immer gerne nach Bad Essen, denn hier fehlt es in der Marina wirklich an nichts. Ich will mich das da hinten vorbumsen jetzt. Auch die beiden Hafenmeister machen einen tollen Job. Natürlich geht es für uns heute wieder weiter. Gut, reicht. Los jetzt, würde ich sagen, ne? Ist ja los. In Sachen Wetter muss man dem, was ihr hier im Film seht, nichts mehr hinzufügen. Wir müssen jetzt noch 60 Kilometer auf diesem Kanal zurücklegen. Das bedeutet also eine Fahrt zwischen 4 und 5 Stunden bis zum Kilometer 0. Los geht's! Bei dem Wetter kann man den Schwimmer gut verstehen. Trotzdem ist das Baden im Kanal bei Schifffahrt nie ungefährlich. Der Skipper freut sich über seine erste Pause.
Dann ist es endlich soweit und wir nähern uns der Kilometermarke 0. Wir kommen zum Dortmund-Ems-Kanal. Der Schnittpunkt heißt im Volksmund das nasse Dreieck. Aber stopp! So schnell waren wir doch in Wirklichkeit gar nicht. Noch einmal zurück. Steuerbords geht es nach Norden, also zum Meer, Richtung Emden eben. Geradeaus der kleine Hafen, nicht zugelassen für Sportboote. Neben dem Haus mit dem roten Dach, da gibt es eine Bootstankstelle, auch für Sportboote. Und zu Backbord geht es Richtung Süden, also Richtung Heimat. Hier fahren wir jetzt für knapp 30 Kilometer weiter mit einer Geschwindigkeit von 12 Stundenkilometern. In 2,5 Stunden werden wir wohl ankommen. Und wo werden wir ankommen? Wir fahren zur alten Fahrt Füstrup in die Marina. Das liegt nördlich von Münster und ist für uns ein prima Übernachtungspunkt. Ist dahinter was frei? Nee, Box ist falsch. Dann meinst du ja. Außerdem haben wir hier Bekannte. Auf dem Kutter an Steuerbord lebt eine bekannte Familie. Die Kinder haben sich vor einem Jahr auf dem Spielplatz angefreundet. Wir kommen gerne hierher, auch um diese Bekanntschaft zu pflegen. Wir sind unsicher, wo wir liegen sollen. Gäste liegen hier oft längsseits an der Ostseite. Aber wir möchten lieber auf die Seite bei unseren Bekannten. Dahinter sind die kleinen Boxen, das geht gar nicht. Also entweder da vorne vor oder wir fahren durch. Leider haben wir gehört, dass die Bekannten heute nicht zu Hause, also an Bord sind. Es gibt wohl eine Familienfeier außerhalb. Also werden wir uns heute Abend die Zeit auf dem Gelände vertreiben. Runter geht nicht aus. Dann sind wir ganz erstaunt, dass unsere Backbordmaschine sich nicht mehr abschalten lässt. Sie ignoriert den Schlüsselschalter und läuft einfach weiter. Nach dem ersten dummen Gesicht räumen wir unser Cockpit frei, klettern in den Maschinenraum und stoppen die Maschine per Unterbrechung. Dieses Phänomen wird uns jetzt leider begleiten. Wir forschen noch einige lange Zeit in der Zukunft, damit wir ein elektrisches Problem, das wir auch haben, als Übeltäter ausschließen können. Dann bleibt es also dabei, der Magnetschalter ist schuld. Müssen wir tauschen. Es gibt ja jetzt die neue Gastronomie im Hafen, die wir heute Abend erstmals testen. Ist ganz empfehlenswert, nur die langen Wartezeiten stören noch. Aber das werden die Verantwortlichen bestimmt noch optimieren. Samstagmorgen am Dortmund-Ems-Kanal. Unsere Bekannten sind zurück und die Kinder können jetzt noch Zeit gemeinsam verbringen. Wir fahren auch erst später los, denn die Strecke ist heute ganz übersichtlich. Heute ist wieder ein Wetter wie aus dem Bilderbuch und es verspricht ziemlich heiß zu werden. Und dann ist es soweit, der Abschied naht. Wir legen ab. Die Verabschiedungen sind gemacht, also Leinen los. Thank you.
Ein kleines Missverständnis bei der Crew, aber dann sind alle Leinen los und wir fahren. Gar nicht zu der Idylle passt, dass wir gestern in den Nachrichten für Binnenschiffer eine Hiobsbotschaft gefunden haben. Die Schleuse Oberhausen, die wir morgen passieren müssen, ist bereits seit längerem auf einer Kammer gesperrt. Jetzt aber ist auf die zweite Kammer ausgefallen und der gesamte Schleusenbetrieb steht. Diese sachlich verfasste Meldung kann gar nicht genug verdeutlichen, dass jetzt der gesamte Schiffsverkehr zwischen Rhein und Ruhrpott stillsteht. Wir können auch gar nicht absehen, was das für uns bedeuten wird. Wir sind von der Marina wieder zurück im Kanal und sehen noch einmal von dieser Seite die schönen Einrichtungen. Man hat sich hier wirklich Mühe gegeben, einen schönen Aufenthaltsbereich draußen geschaffen und sogar mit einem Stück echtem Sandstrand gekrönt. Klasse! Gleich nebenan gibt es unzählige Stellplätze für Wohnmobile. Die erste Reihe ist natürlich direkt am Wasser. Man kann gut sehen, dass nicht nur die Bootsfahrer wasseraffin sind. Den Wunsch, in Wassernähe zu sein oder zu wohnen, teilen viele. In unserem Heimathafen gibt es auch einige wenige Stellplätze für Camper. Deshalb wissen wir, wie begehrt diese Orte von den Reisenden sind. Heute fahren wir durch eine Schleuse. Gott sei Dank nur eine. Vor der Schleuse Münster mit drei Kammern müssen wir heute etwas länger warten. Wir tun das in großem Abstand zur Schleuse, da wir dort unter einer Brücke Schatten finden können. Heute tut das gut. Die Sonnencreme ist heute Dauergast im Cockpit. Temperaturen deutlich über 30 Grad sind ja grundsätzlich nicht schlecht. Aber das Führen eines Bootes braucht auch schon etwas Konzentration. Und wenn den ganzen Tag eine so große Wärme herrscht, ist es auch eine ganz schöne Anstrengung. Dann ist endlich Einfahrt und diese Schleusung ist nur für Sportboote. Sehr schön. Die Schleuse Münster ist sehr groß und sehr unproblematisch für uns. So denken wir zumindest vor der Einfahrt. Bei dem Sonnenstand beinahe schon um Mittag zeigt sich aber das Problem, dass wir gegen die Sonne gar nicht richtig in die Kammer hineinschauen können. Jetzt sind wir unsicher über die Position der Einrichtung und suchen den nächsten Schwimmpoller. Aber vier Augen sehen dann doch fast alles und wir können festmachen. War das noch in Kiel, glaube ich, nur wo sie alle schon mal rot rausgefahren sind? Nein, mit Tor sind die rausgefahren, also ich bin Schlittel vor. Ja. Ja, aber aus hier ist alles sehr rustikal. Hallo? Nach längerer Wartezeit zeigt die Schleuse grün für die Ausfahrt. In der Wartezeit hat die Crew Gelegenheit, sich über frühere Schleusenerlebnisse auszutauschen. Aber jetzt kann ausgefahren werden.
fahren durch das beschauliche Münster am Samstagmittag und bei bestem Wetter. Der Kanal ist ein Stripe, der von den Münsteranern gerne zur Freizeitgestaltung benutzt wird. Manchmal wird das auch für die Schiffe und Boote zur Herausforderung. Denn Badende oder Stand-Up-Paddler stellen fast immer einen Gefahrenpunkt dar. Trotzdem ist es immer wieder schön, die große Akzeptanz der Münsteraner für ihren Kanal zu erkennen. Hier geht es rechts zum Anleger im Innenstadtbereich. Die Ruderer gehören am Wochenende fest zum hiesigen Stadtbild auf dem Wasser. Und Richtung altem Stadthafen gibt es sowas wie einen Szenetreff. Hier ist nicht nur abends ordentlich was los, sondern auch tagsüber treffen sich hier immer wieder Leute, vermutlich zum Abhängen. Wir bekommen den Anruf eines guten Bekannten, auch Bootsfahrer, aus Rheinland-Pfalz. Zufällig und unabgesprochen fährt er eine halbe Tagesreise vor uns in die gleiche Richtung. Wir tauschen ein paar Befindlichkeiten aus und kommen schnell zum Thema. Die Schleuse Oberhausen. Er fragt, wie unser Kenntnisstand ist. Ihn drängt die Zeit und er kann es sich terminlich überhaupt nicht leisten, tagelang vor der Schleuse zu liegen. Wir stellen uns natürlich die gleiche Frage und wir werden uns jetzt gemeinsam um das Problem kümmern. Wir kommen nach Senden, quasi einem Aushängeschild für eine kanalnahe Bebauung und Erholungszone. So wie es hier gelungen ist, den Kanal in den Ort zu integrieren oder besser gesagt andersherum, den Ort an den Kanal zu bringen, das ist schon mustergültig. Hier ist Platz für den landestypischen Fahrradverkehr, Fußgänger und Bummler, Banksitzer und Spielkinder. Außerdem lädt die Terrasse ein, die Beine in den Kanal zu hängen. Immer wieder schön anzusehen. Ein Anruf bei der Schleuse bringt nichts Neues. Erst seit heute Morgen ist ein Reparaturtrupp eingetroffen und hat die Probleme noch nicht beseitigt. Es wird auf jeden Fall noch dauern, so sagt man. Beim nächsten Telefonat mit unserem Bekannten wird er uns mitteilen, den Kanal in Datteln verlassen zu wollen. Er nimmt den Umweg über den Wesel-Datteln-Kanal in Kauf, fährt noch zwei Schleusen mehr und die 40 Kilometer rheinaufwärts. Diese Variante überlegen wir uns auch. Aber nur kurz. Für uns ist das keine richtige Option. Noch etwas weiter gibt es erneut eine typische Badestelle. Auf der Steuerbordseite findet sich ein paar Parkmöglichkeiten und so lädt dieser sonnige Flecken ein, sich am Kanal zu vergnügen. Nicht nur für uns sind Personen im Wasser immer wieder eine heikle Sache. Es ist nicht ganz einfach, bei dem hohen Sonnenstand auf dem Wasser Reflexionen von Köpfen zu unterscheiden. Bei einem Fehler und bei einer Unaufmerksamkeit eines Schwimmers kann schnell der Worst Case eintreten. Wir versuchen aufzupassen. An
dieser Stelle am Dattelner Meer ist unser Bekannter vor einigen Stunden abgebogen. So will er die Sperrung im Rhein-Herne-Kanal umfahren. Da wir heute erst spät abgelegt haben, ist unsere Reise für heute in Castrop-Rauxel beendet. Wir legen an bei dem uns gut bekannten Bootsverein AMC, bei dem wir wirklich immer wieder gerne zu Gast sind. Schon kurz nach dem Anlegen entdecken wir hier Bekannte. Wir haben den vorletzten Tag unserer Reise gemeistert. Was morgen sein wird und wie wir durch die Schleuse kommen oder auch nicht, wissen wir heute überhaupt noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen hin und her ziehen, ne? Das ist ja, weiter schlimm. Genau. Die Lösung muss auf morgen vertagt werden. Da ist dieser Gästeliga, das Gästeliga-Schild. Ja. Versuchen genau die Klampe für dich jetzt zu nehmen. Ja. Versuchen. Ja. Wir sind eigentlich schon zu weit abgetrieben, aber. Ja. Jetzt freuen wir uns erst einmal auf eine Dusche und etwas Abkühlung nach dem heißen Tag. Heute in 24 Stunden können wir vielleicht schon zu Hause sein. Da ist der Wolfgang am Boot. Oder? Ist zu. Ist das fest? Ja. Sind wir okay? Ja. Da ist er, unser hoffentlich letzter Reisetag. Es ist Sonntagmorgen, circa 9 Uhr. Natürlich haben wir vor dem Ablegen schon bei der Schleuse Oberhausen angerufen. Die Auskunft war positiv. Man glaubt, den Schaden in der Schleuse bald behoben zu haben. Eine Durchfahrt am heutigen Nachmittag sieht der Schleusenwärter positiv entgegen. Na dann, Leine los und gleich rein in unsere erste Schleuse. Es ist Herne Ost. Gott sei Dank nur eine kurze Wartezeit. Vielleicht hat sich die Sperrung in Oberhausen auf dem Kanal schon herumgesprochen. Es sind unglaublich wenig Schiffe und Boote unterwegs. Hier in der Kammer sind wir ja fast allein. Oder doch nicht so allein? Beim Blick nach Achtern staunen wir nicht schlecht. Das ist das erste Mal, dass wir in einer großen Schleuse mit fast 13 Meter Hub ein Ruderboot treffen. Normalerweise sind muskelbetriebene Fahrzeuge vom Schleusenbetrieb ja ausgenommen. So eine Schleusung muss im Voraus bei der Schleuse angemeldet werden und, man höre und staune, kostet Gebühren. Wir mit unserem Sportboot dagegen zahlen direkt ja gar nichts. Nur über die Verbandsmitgliedschaft beteiligen wir uns indirekt an den Schleusenkosten. Bei der Ausfahrt versuchen wir, so wenig Schwell wie möglich Achter aus zu erzeugen. Und dann halten wir noch Ausguck, denn wir wollen ja unbedingt sehen, wie die Ruderer jetzt die Ausfahrt machen. Das gelingt uns aber nicht, denn die Ruderer machen das einzig Richtige. So lange warten, bis sich das Wasser in der Kammer wieder beruhigt hat. Dann starten sie erst für ihre Ausfahrt. Sehr schlau. Wieder ist es jetzt schon sehr, sehr heiß, trotz der frühen Uhrzeit. Wegen unserer Schleusenproblematik halten wir uns ran, einen guten Schnitt der Fahrt zu erreichen. Auch zwischen den Schleusen wollen wir keine Zeit verlieren.
Wir haben uns sogar einen Plan B zurechtgelegt, sollte es wieder erwarten, doch nicht klappen mit der Schleuse. Wenn wir an die Stadtgrenze Bottrop-Essen-Oberhausen kommen, gibt es hinter der Sprungbahn eine kleine Stichstraße fast bis an den Kanal. Hier kann man kurzzeitig das Boot festmachen und einige Taschen Gepäck abladen. Wir würden jemanden bitten, für uns das Gepäck abzuholen, denn von hier aus sind es nur 3 Kilometer Luftlinie bis zu unserem Zuhause. Dann würden wir in die Marina Oberhausen fahren und, falls nötig, das Boot dort liegen lassen. Von hier aus können wir tatsächlich zu Fuß nach Hause laufen. Und kommen wieder, wenn die Schleuse wieder schleust, für die letzte Weiterfahrt. Wie gesagt, das ist nur der Plan B. Nichts, auf das wir wirklich aus wären. Wir kommen zur nächsten Schleuse und sind ganz überrascht. Ein Riesenrad? Aber klar, es ist Kranger Kirmes, das größte Volksfest im Ruhrpott. Vor Jahren sind wir sogar mal mit dem Ausflugsschiff zur Kirmes gefahren. Es ist noch früh am Morgen und die Fahrgeschäfte machen die eine oder andere Testfahrt. Einige Wartezeit später ist Einfahrt in die Schleuse. Von hier aus am Unterhaupt kann man direkt zum Festgelände gelangen. Jetzt haben wir bereits Mittag und euch einige Kanalkilometer und die Schleuse Gelsenkirchen unterschlagen. Zwischendurch haben wir mit der Schleuse Oberhausen telefoniert. Sie ist immer noch nicht fertig, aber man arbeitet auf Hochtouren. Wir haben uns überzeugen lassen und sind nicht in den Plan B verfallen. Nebenbei eine tolle optische Lösung für ein plumpes Regenrückhaltebecken, oder? Aber wir fahren trotzdem gleich in die Marina Oberhausen und machen dort fest. Das war der Vorschlag des sehr kooperativen Schleusenmeisters, dem wir nachkommen. Dort zu warten ist wohl besser als direkt vor der Schleuse. Hier ist die Schleuse Oberhausen, die auf die Reparatur warten lässt. Und hier, circa 4 Kilometer entfernt, die Marina. Wir machen vorübergehend fest und gehen an Land, wo wir gleich und per Zufall Freunde treffen. Ein großes Hallo! Wir haben Zeit, mit den Freunden etwas zu trinken und von unserer Fahrt zu erzählen. Sehr schön. Klar, dass wir mit der Schleuse in Kontakt bleiben. Und nach fast 90 Minuten ist es soweit. Der Schleusenmeister sagt, wir sollen kommen. Wir hasten ins Boot und legen in Eile ab. Denn jetzt sollen wir uns sputen. In etwa 30 Minuten sei Einfahrt für die erste Talschleusung und er verspricht uns einen Platz dabei. Also los! Wir freuen uns wie Bolle über die gute Nachricht und den tollen Schleusenmeister. Der hat bestimmt heute irre viel um die Ohren und kümmert sich trotzdem noch um uns. Ein kleines Sportboot. Wie klasse! Vorbei am berühmten Gasometer mit der höchsten Ausstellungshalle Deutschlands. Und dann kommt uns etwas vor die Optik. Eine Kanalsperrung. Ausgerechnet. Genau heute an einem Sonntag muss im Kanal gebaggert werden? Nicht zu glauben. Ist das, weil der Verkehr wegen der kaputten Schleuse zum Erliegen gekommen ist? Ja, hallo, wir kommen gerade zum Tal und sind gerade an der Baustelle. Ich kann allerdings nicht genau erkennen, ob wir daran vorbeifahren dürfen, können oder nicht. Also wenn ihr könntet, dürftet ihr. Allerdings sieht das gerade ziemlich schlecht aus. Da sehe ich auch so. Man sieht es hier vielleicht besser aus. Also wir haben gerade 2 Werkfeuer in der Schleuse, wenn die nachher kommen, gibt es dann mal so viel Platz fahren. Ah, dabei wartet die Schleuse uns zur nächsten Talfahrt, na gut. Kleine Probe natürlich an der Backbaustelle vorbei.
Ja, ist gut, wir gucken dann. Alles klar, danke. Also du hast hier wenigstens den Gar mal deine 5-6 Meter hast. Die sollten reichen, denke ich. Ja, wir haben 3 Meter ein bisschen. Na, dann sollte das passen. Dann kommst du einfach mal Sachen rein, die vor dem Backenfeld rein. So machen wir das. Wir haben uns freundlicherweise verabreden können, die Vorbeifahrt testen zu dürfen. Wir sind doch eilig. Das kann doch jetzt nicht sein, dass wir hier zum Stillstand kommen. Okay. Tief Luft holen, Bauch einziehen und dann dran vorbei. Hoffentlich klappt das. Es sieht ganz gut aus soweit. Aber viel Platz zum Ufer ist nicht mehr. Und jetzt noch diese doofe Tonne, genau an der falschen Stelle. Jetzt noch mehr nach Backbord, noch weiter zum Ufer. Jawohl, es muss sein. Also, Maschine auskuppeln, Antriebe so hoch wie möglich und dann das Boot gleiten lassen. Uff, das ging tatsächlich gut. Jetzt ausschließlich die Steuerbordmaschine einkuppeln und weg vom Ufer. Erst dann geht's normal weiter. Die Strecke fühlt sich heute unglaublich lang an. Der Blick auf die Uhr zeigt, dass wir spät dran sind. Wir sind jetzt an der Brücke Slinky Springs und müssen noch über einen Kilometer. Und dann passiert es. Weit vor der Schleuse kommt uns ein Tanker entgegen. Das ist bestimmt das Schiff aus der ersten Bergschleusung. Schnell die Schleuse anfunken und fragen, ob sie auf uns wartet. Komplettes Chaos. Auf der Schleuse war soeben Wachwechsel und der neue Schleusenmeister hat von uns noch nie etwas gehört. Das erste Schiff mit Fahrzeugteil fährt gerade ein, aber der Schleusenmeister lässt uns erst einmal festmachen und warten. Zu dieser Schleusung nimmt er uns nicht mit. Er sagt, er könne uns ja noch nicht einmal sehen und damit wären wir viel zu weit weg. Was für eine Niederlage. Es gibt keine Schwimmpulle in der Schleuse mehr. Ja. Das ist nämlich nicht die Südkammer, die jetzt läuft. Die haben sie nicht repariert. Die haben die Nordkammer beim Bezug genommen, obwohl die eigentlich repariert werden sollen. So sieht's aus. Langsam verstehen wir, was denn überhaupt passiert ist. Die Reparatur der defekten Schleuse hat scheinbar nicht geklappt und jetzt hat man gezwungenermaßen die Kammer in Betrieb genommen, die eigentlich gerade im Umbau ist. Deshalb kann die Kammer nicht voll ausgenutzt werden. Neben einem 110 Meter Binnenschiff passt jetzt nichts mehr in die Kammer hinein. Aber die nächsten Schleusungen haben schon eine feste Reihenfolge. 3 Schiffe mit 110 Meter. Erst danach kommt ein Schiff mit 80 Meter Länge. Der Schleusenmeister macht es wahr. Wir kommen erst in die 4. Kammer. Wir warten in der Hitze und kriegen einen Sonnenbrand. Alles nur, weil wir ein paar Minuten auf dem Weg an Zeit verloren haben. Unfassbar. Jetzt ist es deutlich später. Irgendwann sind wir durch die Schleuse Oberhausen gekommen und weitergefahren bis hierher zur Schleuse Meiderich. Natürlich war auch hier Stau durch die vorherigen Talfahrer und wir haben wieder ordentlich warten müssen. Also, wir gucken. Schaut man sich den Stand der Sonne an, weiß man, gleich ist Abend. Wir melden uns bei den Freunden in unserem Heimathafen. Dort wartet man so langsam auf unsere Ankunft. Unsere Verspätung wird dort mürrisch zur Kenntnis genommen, aber man will auf uns warten. Mittlerweile fehlen in mehreren Schleusenkammern am Rhein-Herne-Kanal die Schwimmpoller und werden nicht ersetzt. Das ist schade, aber nicht wirklich unsere heutige Sorge. Ja, ist gut. Endlich, es ist geschafft. Wir fahren aus der Schleuse in den Hafenkanal. Der Tag hat uns viel Kraft gekostet. Die Wärme, die Sonne und das viele Warten haben uns zermürbt.
jetzt steigt noch einmal die Aufregung. Seit einer Woche bereiten wir uns vor, vom Rhein aus in unseren Hafen fahren zu können. Das Problem ist ja klar, der Wasserstand. Vor 2 Tagen hat unser Nebenlieger bereits bei der Einfahrt aufgesetzt. Gott sei Dank kein Schaden. Aber heute ist 2 Tage später und wir rechnen jetzt mit einem Höchststand in der Einfahrt von 95 cm. Natürlich sind wir aufgeregt. Jetzt sind wir wieder auf dem Rhein. Hier hat unsere Fahrt vor 4 Wochen und einem Tag begonnen. Das ist ein irres Gefühl, wenn man 1400 Seemeilen gefahren ist und 4 Länder bereist hat. Noch einmal der kurze Abriss unserer Fahrt um Dänemark herum. Dabei haben wir die erste und letzte Woche der Fahrt auf der kleinen Skizze weggelassen. Tatsächlich sind wir durchaus stolz, mit unserem 10-Meter-Boot diese Fahrt gemacht zu haben. Die Fahrt durch die Rheinbrücke bedeutet für uns, klar machen zur Hafeneinfahrt. Und dann sehen wir sie, unsere Freunde aus dem Hafen. Sie haben sich versammelt, um uns bei der Einfahrt zu helfen. Gestern haben sie die komplette Einfahrt gelotet und exakt den Fahrweg ausgekundschaftet. Nur für uns. Das ist eine tolle Unterstützung. Aber eine Garantie haben wir trotzdem nicht, deshalb der Support mit den Booten. Ob wir auflaufen und ihre Hilfe brauchen werden? Jetzt erschrecken wir uns etwas, als wir den Wasserstand an der Spundwand ablesen. So niedrig kennen wir den Rhein an dieser Stelle gar nicht. Bei einem künftigen Hochwasser werden wir bei der Marke 1 einen Wasserstand bis zu dem Pfeil haben. Unsere Nikolaus-Statue hat dann nasse Füße. Okay, wir kennen jetzt unsere Aufgabe. Antriebe hoch, soweit es geht, und zittern. Wir müssen so weit wie möglich nach Backbord an die Spundwand. Die Tiefe können wir jetzt nicht mehr ablesen, der Sensor zeigt nichts mehr an. Zu gering. Und dann? Haben wir es jetzt hinter uns? Sind wir durch? Jawohl, geschafft! Die letzte Hürde ist genommen. Unser Plan ist aufgegangen. 1,90! Die hast du wieder. Ja, vorher waren aber nichts mehr. Da war der Tiefmesser getillt. Jetzt fällt die Anspannung von uns ab. Noch anlegen und das Boot festmachen, dann können wir uns bei den Freunden bedanken. Und bei euch, die ihr uns begleitet habt. Es war schön mit euch. Danke an alle, die uns begleitet haben. Und für alle auf dem Wasser, handbreit. Ja, bringt nichts. Thank you.
Wo kommt ihr denn her? Tut denn hier aus? Aber es beruhigt ein bisschen. Aber sowas wohl. Doch wieder hier hingekommen.